nix. Wir fahren jetzt an die Mecklenburgische Seenplatte zusammen, Flo und ich. Endlich geht's los in Urlaub, in den Angelurlaub. Ja, genau. Wir haben richtig Bock, das Wetter ist gut und ja, wir stehen so ein bisschen also im schweren Feierabendverkehr. Und wer ist diesmal endlich mit dabei? Mein Bruder Julian. Julian! Julian, willkommen! Wir sind auf dem Weg. Ihr kennt Julian ja noch gar nicht. Nee, das ist der Pater aus Dresden. Der ist zurzeit wegen seinem Studium da. Und er muss ganz schnell fertig werden, damit er wieder zurück zu uns nach Hannover kommt. Wir haben geplant, dass wir euch jetzt in unserem Angelurlaub ein bisschen mitnehmen. Und da wir ein paar Tage unterwegs sind, haben wir gedacht, wir machen da so eine kleine Videoreihe draus. Wir hoffen, euch gefällt das. Und wir werden mal schauen, was wir da erleben, wie es so ist. Also wir nehmen euch so allgemein so ein bisschen mit, aber es geht natürlich hauptsächlich ums Angeln. Und ja, wir wünschen euch dabei viel Spaß. Julian ruft an. Hey! Ja! Was geht? Ja, du sollst dich, glaube ich, mal angucken, ne? Ja, du bist gerade live auf Cam. Du bist live im Video! Live ist live. Das ist, glaube ich, zu leise. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man ihn versteht. Das ist ziemlich leise. Julian, du musst laut reden! Folgendes: Wir sind schon on the way. 300 Kilometer noch. Navi sagt so kurz nach 6 und ich habe mit dem Hausvermieter noch mal gesprochen. Ich habe die Nummer von der Frau, die bleibt ein bisschen länger da. Und dann passt das mit Schlüssel und so. Na, okay, gut. Was ist dein Status? Mein Status ist ein absolutes Chaos. Aber ich, um 16.30 Uhr wurde ich den Typen auf den Fahrrad. Warum geht das nicht lauter? Julian, bitte? Kannst du nicht lauter sprechen? Lauter. Ja. Ja. Ich wollte fragen, wo das Gepäckgestell da war. Hallo. Oh Mann, ich glaube, man hört es nicht. Ich wollte da nur fragen. Über die Elbe rüber. Da können wir jetzt auch gut angeln. Jana, du warst ja noch nie in der Elbe. Nein. Ich war noch nie in der Elbe. Auch nie an der Elbe. Ja, müssen wir unbedingt doch einmal. Also nee, da war ich ja nicht selber angeln. Da habe ich noch nicht geangelt. Als wir bei Julian in Dresden waren, da wart ihr an der Elbe. Stimmt, da waren wir an der Elbe. Da war ich mit, aber leider ohne Angel. Ja, ja. Aber das steht eigentlich. Müssen wir für dieses Jahr eigentlich auch noch machen. Steht dann ja auch noch auf der Agenda, ja. Ja. Ich kenne auch eine ganz gute Stelle, wo man auch von den Buden aus angeln kann, aber... Da können wir den guten Sven mal besuchen. Genau. Und... Wir haben auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und nach Hamburg muss man natürlich dann auch noch mal Hafen angeln. Hamburg, unbedingt. Wenn jemand aus Hamburg kommt und irgendwie mal Lust hat, bloß zu angeln, kann sich ja gerne mal melden. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall mal richtig cool. Hamburg, Möcht, Berlin eigentlich auch. Berlin wäre nochmal cool. Wir bräuchten da ein bisschen Guiding in Hamburg. Ja. Da gibt es ja wohl viele Fische, aber man muss natürlich ein bisschen wo, ne? Aber allein halt einfach mal in anderen Städten zu angeln, das wäre einfach mal echt interessant. So und wenn man sich halt in den Städten nicht auskennt, ist es halt echt schwer, ne? Dann macht das auch nicht so Spaß. Dann ist es halt ganz schön, jemanden zu haben, der sich da einfach auskennt. Na, Flore, findest du Fische?
Flore sucht Fische. Mega schönes Wetter heute. Ich freue mich schon auf den Tag morgen, wenn es losgeht mit dem Boot. Jetzt müssen wir mal nach Hause. Wir müssen uns für morgen vorbereiten. Wir müssen noch alle Sachen packen und so. Und Julian muss endlich kommen. Julian, sieh zu, dass du jetzt an Land kommst. Julian ist da. YouTube-Premiere. Moin, Leute. Ich bin der Julian und ich bin der allerbeste Angler im ganzen Team. Ich habe gehört, da gibt es dicke, 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 fette Hechte in dieser See. Ich muss richtig pissen. Ich bin der Klinger. Nice. Zeig her. Ist auch von Christian? Ja. Christian. Vielen Dank nochmal, Christian. Viele Grüße. Gehen raus. Hast du den mittleren Extra abgemacht? Hast du den mittleren Extra abgemacht? Zeig mal her jetzt. Nee. Mich macht doch nichts ab, ich mach nur Sachen ran. Bisschen dunkel schon. Film das mal, ja. Der ist von Christian. Aber so richtig fette Wobbler, richtig fette Hechtwobbler, ja. No way. Dann muss ich jetzt das Öl abdrehen. Ich glaube, das ist nicht so lecker. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt geht's los. Moin. Die Sachen sind gepackt. Das Auto ist gepackt. Da kommen jetzt noch die Ruder rein. Wir fahren jetzt gleich zum Bootsverleih. Ja, wir sind irgendwie alle ein bisschen durch. Wir haben ein bisschen wenig gepennt. Ja, gestern noch ein bisschen gezogen. Ja. Ja, und dann holen wir uns gleich die Angelkarten und so und dann geht's aufs Wasser. Ja. Na? Guten Tag. Ah, oh, Fische. Welche sind denn jetzt unsere Boote? Die beiden hier. Da ist ja wenig Wasser drin. Ja, das war jetzt geregnet. Scheiße. Wie kann das Wasser da irgendwie raus? Weiß ich nicht. Julian, mach mal das Wasser aus dem Boot. Ja, irgendwie. Genau. Das Problem ist, dass es so. Erstmal Frühstück und die Frau die Arbeit machen lassen. Wer muss die Arbeit machen? Ja, die Frau. Habe ich ja gerade gesagt. Ich habe das Boot leer gemacht. Ja, ja. Das war alles nicht. Ja. Ich muss hier die Drecksarbeit machen. Ja. Flora ist am Essen. Julian baut schon seine Angel zusammen. Ja, weil ihr eure Angel schon gemacht habt, weil ihr so lange heute Morgen blockiert habt für mich. Jetzt muss ich schnell hier meine Rufen fertig machen. Aber wie viel das geregnet haben muss, ey. Boah, hier ist so warm in der Jacke, ja. Hier ist auch schon warm. Ja. Jetzt geht's los. Bin ich mal gespannt, wer den ersten echt trennt. Leute, ja. Schreibt's mal in die Kommentare. Wir müssen noch eine Challenge ausrufen. Ja, die Challenge für heute. Jana muss ihren ersten Hecht fangen. Ja, das ist Challenge Nummer 1 und Challenge Nummer 2 ist, Julian oder Flore, wer fängt als erstes ein Hecht? Und Challenge Nummer 3, Julian darf nicht weinen. Ja, das sieht auch gut aus. Geht das nicht schneller? Alter. Hier, euer Anker fürs Anker. Ja, dann kannst du mal vorne ran. Ist da lang genug das Seil? Ja, ne? Wie frech? Aber diese kleinen hier, das sind keine Stichlinge, oder? Das sind die großen da unten. Ja, aber guck mal, wie die sich bewegen. Ah, das gibt drei, guck mal, es gibt drei Stachelige und dann gibt es ja noch so andere, ne? Sieben Stachelige. Und ich glaube, die mit dem roten Bauch, die sind, glaube ich, im Balzkleid, ne? Genau, die Nettchen. Die bauen ja so ein Nest ab. Ja, hat schon wieder nur Unsinn im Kopf. Stichlinge mögen anscheinend Gummifische. Die versuchen den nur zu vertreiben. Oder?
Ja. Lustig. Und ich fahre jetzt ganz schnell los und fange schon mit den ersten Hechten. Ja. Alter, erster Wurf, du hast direkt einen Biss. Allererster Wurf. Ich wollte jetzt mal kurz was essen. Gar keine Zeit zum Essen. Kann man die Kescher vielleicht mal vorne? Ja. Das ist schlecht. Könnte schon gleich mein PB sein. Oh nein, er ist ab! Oh nein! Ich hab sogar. Warum machst du noch Kamera aus? Was war? Oh, das war ein richtig dicker. Ja. Alter Schwede, ey. Der hatte 70,80 oder so. Scheiße. Verdammte Scheiße, ey. Ich hab grad schon wieder richtig guten Fisch verloren. Der war noch größer als der erste, mein ich. Ja, ich hatte einen, aber der hat mir nur das Gummi runtergeklopft. Okay. Da hab ich so kurz gedacht, beim Speedfischen muss man so ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ich komme ein bisschen komisch rüber. Julian hat einen Hecht. Endlich hängt mal einer länger. Ich will mal kurz an dir vorbeigehen, um ein bisschen näher ranzukommen. Ja. Oh, und jetzt sind wir gerade so weit weg. Echt? Dann komm mal her hier. Mensch, irgendwie müssen wir mal zurück. Nicht, dass du den wieder verlierst, wie ich meine. Ist doch nicht so fett. Na gut. Aber wir sind gleich bei dir. Sind jetzt noch ein bisschen. Petri! Petri! Oh, der ist aber nicht klein. Der ist schon ganz schön groß. Fett! Einfach voll windig. Das macht heute nicht so doll Spaß. Na, Julian? Nimm das mal. Ich habe das Gefühl, dass das Boot dann nach hinten rutscht. Könnte sein. Soll ich dein Boot ein bisschen ranziehen? Ich habe meine Schuhe ja noch ausgezogen. Ach so. Ja. Ja, das ist ja irgendwie so ein Schwanz, eine Vogel, das habt ihr gemerkt. Wenige Telefon, glaube ich. Geil. Jetzt kannst du schon rüberspringen, ja. Ja, da wollen die Vögel hier jetzt nicht. Aber da hier keine Menschen sind, ist hier auch einfach kein Müll. Man sieht uns nur beim Rudern und nicht beim Angeln. Denn ich rudere lieber als ich angle. Wir sind fertig. Fertig? Nee, naja, aber. Also ich bin ja entschneidert. Ja, Julian ist entschneidert. Nein, habe ich verloren. Flore leider nein und ich leider auch nein. Ja, das
Wenn wir verloren erzählen, dann habe ich auch schon zwei gehabt. Aber Jana, wenn du dich in Stein an willst, wenn du den schnell, da kann man ganz gut Stichlinge machen. Mann, ey. Das ist echt mega mies. Hier ist die einzige Stelle, wo es halt echt noch mal ganz kurz, um das klarzustellen. Stichlinge stehen unter 50 Minuten nicht angeln. Keine Stichlinge angeln. So. Sagt der Herr Jäger und Angler. Julian ist übrigens Jäger. Ja, haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich. Deswegen habe ich auch eine grüne Jacke. Flo hat auch eine grüne Hose. Aber du bist kein Jäger. Hab ich mir die mal ausgedacht. Auf jeden Fall, ja. Wurde jetzt hier für die Region hier eine Sturmwarnung ausgegeben und es ist ultra, ultra, ultra windig. Aber wir können nichts machen. Wir hocken jetzt hier in so einer kleinen windstillen Ecke, was der einzige Platz ist, wo wir irgendwie halbwegs entspannen können. Ja. Und irgendwie ist es echt blöd gerade, weil hier keine Fische sind. Einfach frustrierend. Guckt euch die Gesichter an. Ja, klar hast du Sonnenbrand. Ich habe dir 20 Millionen Mal gesagt, du sollst dir eine Mütze aufsetzen. Der Kopf ist so rot, ne? Ja. Der ist jetzt braun. Wo sind die Fische? Flora hat auch was gefangen. Das ist ein Kraut. Sieht das aus, wenn auf dem Drakovic-System Hecht beißt? Oh. Alter, der hat Power. Oh, ja.